auf einen neuen guten Fahrtag. So, Freunde, der Kaffee ist fertig, das Müsli auch. Die Sonne scheint und es ist trocken. Ich würde sagen, ein perfekter Start, um das Zelt abzubauen gleich und es sich auf den Weg Richtung Erzgebirge zu machen. Guten Morgen. Wir wollen das Motorrad angucken. Ja, guck das Motorrad ruhig mal an. Findest du das toll? Ja. Guten Morgen. Das ist auch wirklich ein großes Motorrad. Ja, das stimmt allerdings. Eine große Maschine, aber oder? Wenn man Motorrad fahren will, dann muss man auch einen Helm aufsetzen. Immer. Und auch sichere Kleidung anziehen. Ne? Die ohne Helm geht's nicht. Nee. Auch beim Laufradfahren. Immer. Ja, genau. Beim Laufradfahren auch. Das fängt früh an. Ja. Guck mal, ne? Die Frau hat sogar auch Schuhe, habe ich gesehen. Motorradschuhe. Ja. Ganz große. Ja, und ganz sichere Kleidung, Pepe. Guck mal. Ich erfülle jetzt mal ein Klischee. Ist schon eher selten, das als Frau zu machen. Ja, das stimmt. Absolut. Ja? Ja, vor allem alleine. Helm ja. Auf, ja. Mama. Wird immer ganz oft gefragt, alleine? Ja. Ja. Mama, die haben einen Helm auf. Mhm. Machen Sie so eine Deutschlandtour, oder? Genau. Kann ich mal ein Motorrad haben? Da musst du mal deine Mama später fragen, glaube ich. Ich glaube, das machen dein Vater und ich nicht mit. So, meistens siehst du dann eher die Männer so, ah, alles kein Problem. Also. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es ist irgendwie, also ich glaube, es gibt schon viele Frauen, die das machen, aber halt nicht so viele, die das auch festhalten und das dann filmen oder so, ne? Und dadurch denken halt viele auch, dass es da einfach nicht so viele gibt, die das machen, ja, ne? Wobei es immer noch sicherlich weniger ist als Männer. Also, das ist definitiv ja, so. Definitiv, das glaube ich auch. Aber ich finde schon mal cool, dass immer mehr Frauen halt eben auch Mobbing fahren und so, ne? Absolut. Also das ist auch ein Grund, warum ich das mache mit dem Bloggen, weil ich irgendwie denke, boah, das tut so gut, das ist so eine schöne Sache. Ja. Das müssen einfach mehr Menschen machen, die vielleicht irgendwie gerade unglücklich sind in ihrem Leben, ja, damit die mal merken, wie schön das Leben eigentlich auch sein kann. Ne? Das stimmt, ja. Wo geht's heute hin? Ich fahre jetzt ins Erzgebirge und Ziel ist dann der Süden am Ende der Tour, weil ich da die ganzen Pässe abfahren will. Ja, ja. Und dann am Bodensee ein paar Tage bleiben. Ich ja, mag den Bodensee so gerne. Und ihr, was macht ihr noch? Wir hatten eine Stunde. Übrigens, die Mücken, die haben auch schon wieder ganz schön gut zugeschlagen hier. Und so verabschiede ich mich an diesem Morgen vom Waldcampingplatz Olympiasee am Waldschlösschen in Coswig. Grobe Richtung, weiter in den Südosten Deutschlands. Jetzt gibt es das, worauf ich mich schon seit gestern Abend freue, den Döner. Wohlverdiente Mittagspause. Mal gucken, wie das so schmeckt, so ein Döner, der einen Tag lag, zu essen. Habe ich noch nie gemacht. Ist okay. Ich bin gerade am Straßenrand hier und es ist das absolute Mückenparadies. Boah, hier hat mich gerade eine mitten auf die Stirn gestochen. Ich glaube, es hackt. Der Döner entschädigt ein bisschen. Ja, der liegt schon seit gestern Abend in meiner Tasche. Und weil dieser Geruch von Döner im Zelt zum Einschlafen sowas von unerträglich war, habe ich den dann in so einen wasserdichten Sack gepackt. Und trotzdem hat das noch total nach Döner gerochen. Es wurde also höchste Zeit, dass das Ding endlich wegkommt. Yummy. Der Landkreis Bautzen ist der flächenmäßig größte Landkreis Sachsens. Er grenzt im Norden an Brandenburg, im Osten an den Landkreis Görlitz, im Süden an Tschechien und den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die westlichen Nachbarn sind die Landeshauptstadt Dresden und der Landkreis Meißen. Der Kreis Bautzen ist zweisprachig geprägt, denn hier sind die Sorben beheimatet.
Sie sind verfassungsgemäß geschützt, haben nicht nur ihre eigene Kultur und Sprache, sondern auch Flagge und Hymne. Und so nehmen Queenie und ich die knapp 200 Kilometer über Land Richtung Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz in Angriff. Ich brauche es euch ja eigentlich nicht sagen, weil ihr seht es selbst, aber die Fahrt war purer Genuss. Leute, ist das nicht ein schöner Ausblick? Ganz viele Berge. Weiter geht's. Beeindruckend hier. Es ist einfach mal 200 Kilometer weitergefahren und schon wieder ein ganz anderes Landschaftsbild. Ne? Hier wimmelt es auf jeden Fall von Motorradfahrern und Wanderern. Leicht bekleideten Wanderern. Stundenkilometer, weil es ein Kurort ist. Dann wollen wir das auch mal machen hier. Auf jeden Fall ist es sehr steil. Margaretenhöhe. Hier könnt ihr euch ein Zimmer nehmen. Haus Bergglück. Auch Ferienwohnung ist allerdings belegt. Ferienhaus Eichhörnchen. Hätten wir hier einmal. Bücher kann man da auch noch kaufen. Und das alles mit atemberaubenden, ach hier noch Bergfried-Pension, atemberaubenden zum Talwächter-Pension, Fahrradverleih, Haus des Gastes. Wow, das ist mal echt beeindruckend. Schnell ein Foto geschossen. Die Bastei ist die berühmteste Felsformation der Sächsischen Schweiz und daher auch das beliebteste Ausflugsziel der Region. Einst trieben hier Raubritter ihr Unwesen, dann kamen die Romantiker. Heute ist die Bastei eine beliebte Sehenswürdigkeit. So, es ist der Zeitpunkt, an dem die Wende kommt. Durch die Felsformation zieht sich eine 76,5 Meter lange Brücke. Die Basteibrücke. Und die will ich mir jetzt anschauen. Lieferverkehr, Einwohner und übernachtende Gäste zum B- und Entladen ist rechtlich nicht gestattet. Ja, Leute, wie soll das denn gehen? Gibt's doch nicht. Fanny van Dannen singt in einem seiner Songs »Ist schlecht informiert nicht auch behindert?« In diesem Fall, ja, behindert im Erreichen des Ziels, zumindest mit dem Motorrad. Wir müssen mal wieder ein etwas kleines Wagnis eingehen hier für ein Foto, in der Hoffnung, dass wir das hier ein bisschen hübscher mit drauf kriegen. Alles. Hoppala. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. So kann es bleiben. Ich glaube, das wird gut. Jetzt nur nicht versinken. Ich brauche unbedingt eine Bodenplatte. Ja, sieht doch super aus. Ha! Von der Bastei-Aussicht aus, die aus Sicherheitsgründen zur Hälfte gesperrt werden musste, was ich ja dann vor Ort live erfahren habe, bietet sich ein einmaliges Panorama mit Blick auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie den Lilien oder den Königstein. Thank you.
Marktplatz, wunderschöne kleine Läden, Cafés und Restaurants, ein geselliges Kulturleben und nur einen Katzensprung bis Dresden. Das ist Pirna. Sein Highlight? Die nahezu originalgetreu erhaltene Altstadt mit dem berühmten Canaletto-Blick. Hier fahren wir gerade durch Heidenau, wo auch meine Reifen herkommen. Das sind nämlich die Scout K60. Übergriffe, rechte Demos und eine Terrorgruppe machten Freital in Sachsen international bekannt. Vieles hat sich seitdem verändert. Heute ist sie eine vielseitige Stadt in reizvoller Umgebung. Der Einwohnerzahl nach ist sie die größte Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und nach der Landeshauptstadt ist sie die zweitgrößte Stadt im Ballungsraum Dresden. Wir sind hier bei Grillenburg reingefahren und das ist die Silberstraße. Schon seit längerem. Immer noch Grillenburg. Hier kann man mit dem Boot fahren. Es gibt ein Naturwaldbad. Und nochmal Boot. Leute, guckt euch das an. So viele kleine Berge auf dem Navi. Wham. Hier sind wir in Freiberg. Immer noch auf der Silberstraße. Glück auf! So grüßen sich die Freiberger noch heute. Einst verband sich damit die Hoffnung auf reiche Silberfunde und die glückliche Heimkehr aus den Tiefen des Berges. Heute kündet der Gruß vom Stolz der Bürger und ihrer Liebe zu der Silberstadt Deutschlands. Ihr Gesicht ist geprägt von Reichtum und Glanz, den mehr als 800 Jahre Silberbergbau brachten. Wusstest du es schon? Chemnitz wird Kulturhauptstadt Europas 2025. Vor dem Krieg war Chemnitz eine pulsierende Industriestadt, danach bekannt als Karl-Marx-Stadt, Zentrum der Textilindustrie und des Maschinenbaus. Heutzutage ist die Industrie mittelständisch geprägt und Chemnitz bietet neben einer völlig neu gestalteten Innenstadt viele Grünflächen und Parkanlagen. Die 200 Kilometer vom Waldcamping Olympiasee zur Basteibrücke vergingen wie im Fluge. Genauso wie die 150 Kilometer weiter ins Erzgebirge. Alles über Land, alles bei Sonnenschein, alles mit Genuss und vielen Bikergrüßen. Einer davon sogar aus der Community von Dirk, der mir mit seiner Pearl entgegenkam, wie ich später in einem Kommentar auf YouTube lese. Der Campingplatz im Erzgebirge am Forstsee, mal wieder ein purer Glücksfall. See, Natur, Ruhe. Was will man mehr? Die junge Frau, die mich hier zu meinem Platz lotst, suche ich später nochmal auf, um nach WLAN zu fragen, denn mein Netz ist hier miserabel. Sie managt den Campingplatz und die dazugehörige Wirtschaft. Eigentlich macht das mit dem Internet ihr Mann, aber der ist vor ein paar Tagen vom Baum gefallen und liegt nun im Krankenhaus. Ich verschiebe das Posten auf morgen, um die Gute nicht noch mehr in Arbeit zu stürzen, denn davon hat sie gerade mehr als genug. Hier auf dem Eckchen, irgendwo da hin, ich müsste zumindest mal gucken. Hier rechts geht es halt nicht, das ist voll nass. Ja. Hast du einen Ständer oder einen Brenner mit? Nee. Ah, das geht, glaube ich. Irgendwo hier daher bratzen. Ja, super. Ne? Wunderbar, danke schön. Oh, Afrika Trend. Jawohl. Kenn ich.
Wollt ihr wissen, wo Queenie steht? Da hinten. Das ist halt gut, oder? Der Andi aus der Community hatte gefragt, wie ich denn immer diese schönen Campingplätze finde. Leute, ich mache das ganz einfach. Ich gucke einfach, wo ich ungefähr hin will und dann schaue ich bei Google Maps unter Campingplätzen, was es da gibt in der Umgebung, klicke da drauf, rufe da an und wenn die sagen, dass die noch was frei haben für die nächste Nacht, dann fahre ich da hin und mache dann quasi telefonisch schon mal so eine Absprache, bis wann ich da sein muss, was es kostet. Und also das klappt bisher immer ganz wunderbar und ich habe irgendwie Riesenglück, ich weiß auch nicht. Oder es gibt einfach nur schöne Campingplätze in Deutschland. Um mich nach all der Aktivität zu stärken, gibt's den Rest vom Döner, den ich seit gestern Abend schon quer durch Deutschland fahre. Auch was? Er konnte sich wohl erhobenen Salathauptes der am weitest gereiste Döner nennen. Rest in Peace. Geschmeckt hat's, sogar kalt. Itzi bitzi kleine Frösche hüpfen über den Weg, als ich an diesem Abend zum Zähneputzen gehe. Eine Nacktschnecke schleimt hinterdrein. Ich hoffe inständig, dass ich keinen von ihnen unterm Latschen kleben habe. Das Quarkkonzert verstummt, kaum dass es begonnen hat. Der Charme des Erzgebirges hingegen klingt dafür umso länger. Morgen geht es dann hier von Schneeberg entlang an der tschechischen Grenze. Hier mache ich quasi einen Schlenker über Hof, Rehau und dann geradeaus runter in den Süden. Also hier ist Hof und dann geht an Regensburg vorbei, runter nach Siegsdorf. Denn da kann ich dann ganz entspannt mal hier Berchtesgaden und hier ein paar Pässe abklappern, bevor es dann weiter Richtung Bodensee geht.